Einen wunderschönen guten Abend da draußen. Wir sind wieder live on air mit unserem Stream aus der Faust TV. Ich begrüße euch ganz herzlich heute Abend, die ihr zugeschaltet habt. Wir haben heute wieder eine ganz besondere Sendung. Mein Name ist Tobi Kunze und ich habe die Ehre, heute die Sendung alleine moderieren zu dürfen. Die anderen sind im wohlverdienten Urlaub oder an Klausuren beschäftigt, was natürlich auch nochmal krass ist. Aber nichtsdestotrotz, wir schaffen es heute am, glaube ich, heißesten Tag des Jahres bis jetzt, ich weiß es nicht genau, aus der Faust heraus, aus der 60er-Jahre-Halle hier zu euch. Nicht in die Wohnzimmer, ihr seid wahrscheinlich draußen. Ich hoffe, eure Datenübertragungsrate reicht noch, um das Programm hier auch draußen zu empfangen. Euch diesen besonderen Abend rüber zu streamen. Und zwar haben wir ein fantastisches Programm heute, nämlich in Kooperation mit unseren Freundinnen von Indigo Glocksee. Die werden nämlich auch ganze 4 Stunden übernehmen. Und zwar wir senden von 19 bis 21 Uhr, nein Quatsch, insgesamt sind es. Wir senden hier von 19 bis 22 Uhr 3 Stunden und die senden auch nochmal 3 Stunden. So ist es. Wie ich auf 4 komme, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist auch egal. Wir haben heute nämlich DJ-Teams am Start und die werden euch Live-Sets präsentieren, für euch auflegen und euch den Abend auf jeden Fall mit Musik versüßen. Und zwar, es geht ab von House über Techno, Goa bis hin zu Drum Bass. Also eine einzige richtig gute Abfahrt, eine gute Rutsche voller Musik für euch in die Wohnzimmer, nach draußen, auf die Balkone, wo immer ihr auch tanzen könnt, rüber gestreamt. So, und ganz wichtig da draußen, liebe Leute, ist natürlich auch, dass ihr auch heute wieder fleißig spendet. Wir stellen das Programm hier für euch auf die Beine und nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich auch ein bisschen Überlebenskunst. Es ist ein Drahtseilakt, den wir hier für euch hinlegen, technisch, wie als auch natürlich von den Möglichkeiten her. Und das wäre super, wenn ihr uns einfach ein paar Spenden da lasst auf den üblichen Wegen. Und zwar, wenn ihr das guckt auf der Seite bei Twitch und hier auf der Faust TV, auf der Faust Kulturzentrum Seite, da gibt es die Spendenmöglichkeiten schon zu sehen. Also einfach ein bisschen was überweisen für uns. Wir danken es euch, denn das finanziert unser Überleben und die Arbeit weiterhin hier bei Faust. Ja, was gibt es noch? Wir haben neben dem Programm eine wahnsinnige Sache vor, denn wir werden mit Air sozusagen, wir werden on Air gehen, also literarisch im wahrsten Sinne des Wortes. Lasst euch davon überraschen. Wir werden rüberschalten zu unseren Kollegen, aber erstmal begrüße ich bei uns unsere Gäste und das erste Set, da gehe ich gleich auch mal zum Interview rüber, wird heute bestritten von Larenge. Sie wird auflegen und zu Gast haben wir Larenge und Isabel vom Sonntagfestival, Larenge vom Abfahrt, vom Departure, von der Departure Crew, und ich würde einfach mal sagen, gehen wir mal direkt rüber in den Talk. Ich nehme das mal mit und euch nehme ich mal mit rüber mit der Schwenkkamera in den Talk. So, ja, wie angekündigt sitze ich hier und ich freue mich sehr, dass ihr hier mit uns seid und auch da sein könnt. Sitze ich hier mit Isabel und Justine und ihr beide, also du gestaltest das Sonntagprogramm mit und du bist verantwortlich für unter anderem einen Teil des Bookings im Elektrobereich dort. Und ja, da wollte ich doch gleich mal fragen, ja, stellt euch einfach selber mal vor, was ihr macht und ja, wer ihr seid. Du zuerst, ich zuerst? Okay, dann fange ich mal an. Ja, hi, ich bin Isabel. Ich bin genau jetzt hier heute vom Sonntagfestival. Hauptberuflich studiere ich eigentlich noch hier an der Leibniz-Uni. Genau, und ich mache so Vereinsarbeit und ja, organisiere auch das Festival mit, genau. Das müsste an sein, ich hoffe es. Ich bin Justine, ich lege auch auf als Larenge. Und unabhängig davon bin ich beim Sonntag e.V. für einen Teil des elektronischen Bookings verantwortlich und mache außerdem seit ungefähr 2 Jahren Musik. Also seit 2 Jahren legst du auf oder produzierst du auch? Bist du auch als Produzentin tätig? Ja, ich habe auch schon mal Ausflüge in die Producer-Tätigkeit gemacht. Allerdings liegt der Fokus momentan auf dem Auflegen. Naja, sehr cool. Und ja, wie war das für euch? Natürlich hat uns die Corona-Krise nicht nur durch das Frühjahr, sondern auch durch den Sommer einen großen Strich gezogen. Und wir alle müssen ja gucken, wie wir klarkommen. Wie war das für euch? Wie habt ihr das umimprovisiert? Wie ist es für euch, in Streams aufzulegen? Oder habt ihr tatsächlich noch andere Möglichkeiten gefunden, eure Kunst oder euren Sinn für die Kultur aufzuarbeiten, weiter zu betreiben?
Also bei mir fing das an, dass tatsächlich irgendwann Freunde meinten, ja, mach doch mal ein Instagram-Live-Video. Dann habe ich angefangen, habe mein Handy dann neben meinen Schreibtisch gebastelt und habe eben für 2 Stunden für meine Freunde aufgelegt. Die haben sich alle total gefreut und für mich war es auch mal eine schöne Abwechslung, weil gerade zum Anfang konnte man ja noch überhaupt nichts machen. Draußen war es auch noch ziemlich kalt. Und dann kamen jetzt immer wieder mal Anfragen rein, ob ich nicht für das ein oder andere Projekt mal auflegen kann. Dann in leeren Clubs, das ist ein komisches Gefühl. Man hat nur die Kamera und noch ein paar Leute, die das Ganze organisieren um sich rum, aber kein Publikum. Und ich muss sagen, inzwischen die Freude wächst, dass ich endlich irgendwann wieder vor Leuten spielen darf. Also ich meine, finanziell hat es jetzt keine großen Auswirkungen, allerdings ist es einfach so die Freude und die Lust am Auflegen. Ja, mit Publikum ist einfach nur mal was ganz anderes, als wenn man das im leeren Club macht. Hast du was in Aussicht, also wo du bald wieder vor Leuten schon bist? Also mit den Jungs von Departure, wir werden auf jeden Fall wieder Partys planen und alles Mögliche, was uns so einfällt, wollen wir natürlich in die Tat umsetzen. Und ich denke auch nach und nach, wenn das Veranstaltungsleben in Hannover und Umgebung hier wieder anläuft, kommen auch die ganzen Sachen wieder, ne? Dass man hier mal auflegen kann, kann man dort auflegen, kann ein bisschen spielen. Also ich denke, das kommt alles nach und nach wieder rein. Ah, wunderbar. Ja, ich hoffe, dass das bei uns allen so sein wird, kulturell wie musikalisch. Ja, dann zu dir. Und wie hast du denn diese Zeit umimprovisiert, was draus gemacht und überbrückt? Ja, also aus VeranstalterInnen-Perspektive war es erstmal so, dass wir eine ganz große Unsicherheit hatten natürlich. Wir in den ersten Wochen wussten wir ja gar nicht, können überhaupt Veranstaltungen stattfinden. Es sah alles sehr schlecht aus und wir haben dann auch für uns entschieden, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall kein Festival machen wollen. Genau, und dafür dann irgendwie ein paar andere, kleinere Sachen geplant. Das ist hauptsächlich die Sache. So können wir ja später nochmal drüber reden. Genau. Ach, da leiten wir doch einfach gleich rüber zu Justine an der Stelle. Ich habe nämlich gehört, ihr habt da was in Planung und zwar so streammäßig. Was genau wird das sein und wird das auch quasi von der Sonntag-Crew mit betreut? Ja, die Sonntag-Crew plant in Zusammenarbeit mit einem Kollektiv aus Hildesheim auch eine Art Livestream-Projekt, also Videos aufzunehmen, wo KünstlerInnen aus Hannover und Umgebung performen dürfen. Dazu haben wir uns überlegt, dass wir gerne auf das Gelände gehen wollen, weil das Straßenbahnmuseum in Sehende bietet uns dafür allerhand Möglichkeiten, kreativ tätig zu werden, entweder in den Straßenbahnen oder auch auf unseren Bühnen. Da schöne Spots rauszusuchen und eben ein Set zu streamen. Und wir sind da gerade in Gesprächen mit der Stadt, dass wir da eine Förderung bekommen. Ja, warte mal, ich kriege gerade Signale. Okay. Ich glaube, unten ist der Verschluss locker. Du musst nur das Kabel nochmal reinmachen. So, oh, das sollte eigentlich nicht passiert sein. Ist passt es jetzt? Ja, das ist, glaube ich, insgesamt locker. Wir haben da so ein XLR-Kabel, das okay. Ein bisschen kaputt ist. Ich hoffe, jetzt geht's. Ich hoffe, man hört mich jetzt gut. Ja, entschuldige bitte. Ja, jetzt alles top. Ich kriege das Signal von der Technik, das alles wieder top. Entschuldige bitte. Okay, genau. Also wir wollen halt gerne aufs Gelände, wollen vom Gelände aus ein bisschen Musik senden. Klar, sie ist als kleines Trostpflaster, weil unser Festival dieses Jahr ausfallen muss. Sowohl KünstlerInnen als auch unsere ganzen Gäste freuen sich gleichermaßen, als auch unser ganzes Sonntag-Team. Alle haben Lust und alle sind traurig, dass es ausfallen muss. Und daher haben wir uns eben überlegt, dass wir gerne vom Gelände ein bisschen Musik zeigen wollen. Wir sind jetzt gerade in Gesprächen mit der Stadt, dass wir da noch gefördert werden. Und sobald das durch ist, können wir mit dem Projekt loslegen und hoffen, dass es auch bald an den Start gehen kann. Ja, super gut. Wir haben uns vorhin kurz unterhalten darüber. Ihr achtet natürlich auf Diversifizierung. Das heißt, eure Bookings sollen dabei natürlich auch möglichst ausgewogen sein und alle Geschlechter repräsentieren und natürlich auch möglichst vielfältig sein. Das ist in Arbeit, denke ich mal an. Und wie siehst du da in deiner Arbeit auf jeden Fall als Beitrag? Genau. Ja, wir haben letztes Jahr irgendwann da gesessen, haben uns unser Line-up angeschaut und gesagt, okay, das sind uns eigentlich noch... Ja, es ist sehr männlich dominiert und das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen versuchen, das so ausgeglichen wie möglich zu handhaben. Und dafür haben wir uns jetzt auch so ein bisschen als Ziel gesetzt, Frauen zu fördern, generell da so offen unterwegs zu sein, wie es nur möglich ist. Und da geschlechterneutral, sage ich mal, unterwegs zu sein, ne? um eben so ein bisschen von diesem Bild wegzubekommen, okay, wir haben jetzt hier 12 DJs, die heute spielen und das sind alles Männer. Das wäre einfach
wäre einfach schade. Ja. Und daher schauen wir uns um, gucken, was in Hannover los ist, was aber auch in Umgebung los ist, was jetzt jeder von den Mitwirkenden noch für Kontakte hat und versuchen da so ein bisschen das Potenzial auszuschöpfen. Ja, das hört sich doch gut an. Also wenn ihr da draußen auch talentiert seid oder so, versucht mal, eure Talente auf jeden Fall nicht nur weiter auszubauen, sondern ja, macht Musik draus, meldet euch und vielleicht ist dann euch auch die kleine oder große Bühne gewiss. Wo kann man euch denn dann streamen sehen? Also wo, auf welchem Kanal läuft es dann? Das wird, denke ich, noch über die Kanäle bekannt gegeben. Also wir haben eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite und wir werden das da auf jeden Fall veröffentlichen. Ah, ja. Aber ansonsten einfach bei Instagram folgen, Sonntag e.V. raussuchen, da findet man uns. Sonntag e.V. Genau. Bei Insta. Okay, super. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden dich gleich mal, also nicht verabschieden, sondern wir müssen dich quasi jetzt rüber geleiten, denn du legst gleich auf direkt als Larensch dein erstes Set heute Abend. Dann sage ich schon mal vielen Dank. Ja, und wir bedanken uns bei dir und genau, und wir sehen dich gleich am Barset auflegen. Ich freue mich drauf. Okay, Dankeschön. So, ja, dann zu dir, Isabel Jacobs. Ja. Du bist beim Sonntag e.V. engagiert und das ist schon ist ein offener Verein, der aus vielen Leuten besteht. Und wie lange gibt es das schon? Wann habt ihr angefangen? Ja, ich kann ja mal ein bisschen erzählen zur Vereinsgeschichte sozusagen. Gerne. Genau. Also ursprünglich war es so, dass ich 2015 so eine Gruppe, ich glaube es waren 6, 7 Freundinnen gefunden haben und gesagt haben, okay, wir wollen einfach irgendwie noch ein zusätzliches Angebot schaffen an Partys hier in Hannover. Und dann gab es erst hier in der Faust Partys. Ich glaube mehrere und dann wurde es immer größer, immer mehr Leute, haben dann Raves gemacht und so weiter. Und 2017 gab es dann auch das erste Sonntag-Festival, genau. Und jetzt wäre es quasi unser 4. Festival geworden. Und natürlich nicht. Aber ihr habt die Option, das im nächsten Jahr nochmal zu starten. Ne? Das ist so geplant. Genau, okay. Genau. Ja, darüber würde ich mich auch natürlich auch sehr freuen. Es ist ja eine große Bereicherung für Hannover. Vor allem nicht nur der Umstand, dass es halt so ein eher lokal geprägtes Festival ist, wo die Leute des Festivals wegen kommen, natürlich auch wegen der lokalen Bands, aber einfach wegen der besonderen Atmosphäre, denn es ist auf dem Straßenbahnmuseum in Wemingen. Ja. Ja, das ist ganz toll. Wir haben da eine sehr gute Kooperation mit dem Historischen Straßenbahnmuseum. Der Verein, es ist auch damals tatsächlich die Stadt Sehende und die Gemeinde Wemingen auf uns zugekommen und hat uns quasi diese Stelle angeboten. Wir sind total glücklich. Es ist wirklich, ich weiß nicht, wer schon da war, das Gelände hat total Charme. Man kann mit Straßenbahn von den einzelnen Bühnen hin und her fahren. Total nostalgisch, wunderschön. Ja, ja, das fand ich auch. Das war eine wirklich gute Atmosphäre. Ich war da und freue mich, dass so im Osten von Hannover so viel geht, festivaltechnisch. Ja, meine nächste Frage wäre, und das ist mir auch ganz wichtig, ihr seid ursprünglich als Kollektiv auch aus der Medizinischen Hochschule entstanden, ne? Also StudentInnen haben da losgelegt, auch mit Partys, ne? Ja. Teils. Mehr oder weniger, teils. Genau. Du bist also ja selber nicht jetzt medizinisch am Studieren. Genau. Und das ist das Ding, bei euch kann man auf jeden Fall aber auch mitmachen, richtig? Ja, also genau, ursprünglich waren das nur 5 Personen und jetzt sind wir mittlerweile in unserem Verein, ich würde mal schätzen, so 70 Personen aktiv, 30 davon auch total aktiv, also die sind wirklich immer dabei. Genau, und wir sind eigentlich auch immer auf der Suche nach neuen Leuten, die Bock haben, Festivals zu machen, Partys, andere Sachen machen wir auch noch nebenbei. Genau, und da kann man uns auch einfach über die üblichen Kanäle folgen, also Insta, Facebook und da einfach mal anschreiben. Mega gut. Also das heißt, wenn man Bock auf Kultur hat, dann euch kontaktieren. Ja, geht sehr total gerne. Geil. Ja, damit, wenn wir durchgehen, wir haben noch andere Alternativen besprochen. Also du hast jetzt nichts weiter in Planung, also das Festival fällt aus und es gibt vom Sonntagfestival natürlich zwangsläufig jetzt keine kleineren Möglichkeiten, außer leider eben diese nein. Streams, die ihr dann plant. Leider nein. Also genau, ein Festival können wir nicht machen. Wir haben mehrere andere kleine Projekte, die wir jetzt gemacht haben. Zum Beispiel planen und organisieren wir jetzt gerade so eine Festivalkonferenz für mehrere niedersächsische Festivals, damit die sich eben in solchen Themen auch zum Beispiel wie diese Diversität, Awareness fortbilden können. Nachhaltigkeit ist auch ein Thema. So das, was sonst immer im Festivalalltag zu kurz kommt, das gehen wir jetzt mal an in dieser Pause, die wir notgedrungen haben. Das ist ja mega genial. Also sprich, ihr holt dann VeranstalterInnen von anderen Festivals auch in der Größenordnung größer, kleiner an den Tisch und überlegt, wie könnt ihr euch nicht nur vernetzen, sondern auch eben so einander each one teach one mäßig
die Awareness risen. Ja, ganz genau, das ist die Idee. Auch so Vernetzung, überhaupt mal gucken, was die anderen machen, voneinander lernen. Ja, das ist es. Ja, mega gut. Also das ist auch eine der Sachen, die du dir sicherlich für die Zukunft erhoffst. Ne? Das ist da auch, dass wir weiter die Gesellschaft durch Kultur verändern. Mhm. Und das ist, finde ich, auch auf jeden Fall bekräftigenswert. Und natürlich auch, die Awareness weiter vortragen. Und zwar, dass man auch beim Feiern aware sein kann. Das finde ich gut. Auf jeden Fall, ja. Ja, prima. Und dann möchte ich auch dich verabschieden heute, denn du hast auch noch was vor heute. Aber wir sehen ja gleich Larensch auflegen. Deswegen eine Sache noch. Wir haben noch ein Gewinnspiel aufzulösen von letzter Woche, denn dort wurde die Sendung vom Kaga e.V. ausgerichtet und der hat natürlich folgerichtig auch gefragt, was denn Kaga heißt. Und dann musste man natürlich ein bisschen fremdsprachenkundig sein. Und hier ist die Auflösung. Kaga ist Persisch oder Farsi für Werkstatt. Und das haben sogar mehrere Leute gewusst. Es hat einer gewonnen. Jetzt muss ich kurz in die Aufzeichnung gucken. Und zwar Mal unter uns ist ein Instagram-Account. Ich weiß jetzt nicht, welcher Klarname dahinter steckt, aber das macht auch nichts. Wir werden uns mit dir in Verbindung setzen und dich dann quasi belohnen. Denn du hast es gewusst, bist ausgewählt worden. Und ja, Kaga e.V. ist der Werkstatt e.V., also nichts anderes als Workshop. Und dennoch viel mehr. So, liebe Leute, wir möchten natürlich jetzt das erste Live-Set starten und nachher sehen wir noch, hier geht es noch richtig ab, wir werden Rain Man ein Live-Set performen sehen und wir haben Alexander Franz hier von Hannover Tanz draußen und freuen uns auch schon auf die beiden, die werde ich vorher natürlich auch hier begrüßen können, aber jetzt geht es erstmal ab, Departure Crew, das heißt Abfahrt, wir gleiten in den Abend rein mit einem furiosen Set, House von Larensch, viel Spaß.
Seems I can't deny. Some days just don't feel right. I think I feel much better.
We'll be right back.
sailing from a small town looking good, looking for some loving tonight. Come abuse me, I would want maybe more boys taking me up really hard. 27, looking for some loving tonight. 27, looking for some loving tonight. To the top.